Hallo und herzlich willkommen zum Video Installation von JupyterLab auf Windows. Zuerst schauen wir einmal, ob Python auf dem Rechner installiert ist, denn Python bildet die Basis für die spätere Installation von JupyterLabs. Zuerst gehen wir in den Suchschlitz und geben ein Eingabeaufforderung. Dann öffnen wir die App, indem wir darauf klicken. Es öffnet sich ein Fenster. In diesem Fenster geben wir ein Python Leerzeichen minus minus Version. Sollte, wie auf diesem Rechner, kein Python installiert sein, bekommen wir die Nachricht, Python konnte nicht gefunden werden. Dann gehen wir in unseren Browser und tippen ein Python und Download. Auf der Seite www.python.org können wir dann die neueste Version von Python für Windows herunterladen, indem wir auf diesen Button klicken. Nachdem es heruntergeladen wurde, können wir auf die EXE-Datei klicken und Python installieren. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass wir Python zum Path hinzufügen, denn dies ist ein wesentlicher Schritt beim Arbeiten mit Python. Wir setzen also hier ein Häkchen und klicken dann auf Install Now. Wunderbar, nun haben wir Python installiert. Wir kommen nun zur Installation von JupyterLabs. Wir gehen zurück in unsere Eingabeaufforderung und geben ein pip install JupyterLab und drücken Enter. Nun ist die Installation fertig. Uns wird noch angeboten, dass wir pip upgraden, das werden wir aber nicht tun. Stattdessen öffnen wir nun JupyterLab, indem wir JupyterLab eingeben und Enter drücken. Das kann eine Weile dauern und dann öffnet sich in unserem Browser JupyterLab auf unserem Localhost.